kaut noch. Hallo Leute, ich bin Elena. Und ich bin Melina. Und zusammen sind wir die Joe and Twins. Willkommen zurück auf unserem Kanal und zu einem neuen Video von uns. Und zwar hat uns die liebe Miss Invincible für den Dies oder Das Tag nominiert. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr über die Nominierung gefreut. Ihren Kanal verlinken wir euch auch nochmal unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei, sie macht tolle Videos. Aber erst nach dem Video, kennt ihr ja. Dies oder Das Tag kennen wahrscheinlich viele von euch. Bedeutet, wir haben Entscheidungsfragen von der lieben Mrs. Invincible bekommen. Und müssen uns jetzt gleich für das eine oder das andere entscheiden. Am Ende des Videos werden wir andere YouTuber nominieren. Das heißt, bleibt bis zum Ende dran. Auch diese YouTuber haben tolle Kanäle, die sehenswert sind. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Laptop oder Computer? McDonald's oder Burger King? Das ist eine schwierige Frage. Wir sind beide Vegetarier, deswegen können wir gar nicht so nach Burger gehen. Ich bin auf jeden Fall für Burger King, Alter. Haben die leckeren Chili-Cheese-Nuggets. Ich bin für das Eis. Also je nachdem, wer immer das bessere Eis hat, das wechselt hier aber McFlurry. Snickers war immer geil. Snickers, McFlurry war immer richtig geil. Da war Snickers ganz oben. Jetzt hat diese Brownies, ne, mit dem Eis. Aber Apfeltaschen sind auch gut. Ach ja, keine Ahnung. Du musst dich jetzt entscheiden. Snickers. Deo-Roller oder Deo-Spray? Äpfel oder Erdbeeren? Boah, wer stellt denn so eine Frage? Ja, ist ja alles gern. Oh, nee, da kann ich mich nie entscheiden. Was isst du lieber? Dann lieber Erdbeeren, weil im Winter gibt es keine Erdbeeren. Weil da gibt es doch Äpfel. Okay, ich würde auch Erdbeeren sagen. Ich esse Erdbeeren sowieso lieber als Äpfel. Blond oder braun? Wir sind beide blond. Ich bin beides. Mischling. Süßes oder herzhaftes? Sie kaut noch. Lego oder Playmobil? Ich habe als Kind mit beiden voll gern gespielt, aber ich glaube, ich habe mit Playmobil ein bisschen lieber gespielt. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es jetzt spielt, wenn man jetzt älter ist, glaube ich eher Lego, weil dann kannst du es zusammenbauen. Weil früher als Kind hast du dir so Fantasien ausgedacht mit einem Reiterhof und so. Ja, dann kannst du dir die Sachen auch so schön hinstellen. Da spielt man ja dann nicht mehr wirklich mit. Ja. Aber als Kind auf jeden Fall Playmobil. Jetzt würde ich, glaube ich, Lego sagen. Nike oder Adidas? iPhone oder Samsung? Oh, natürlich Samsung. Party oder chillen? Subway oder KFC? KFC ist scheiße. Also erstmal essen wir kein Fleisch, deswegen ist Subway für uns sowieso besser. Aber wir haben mal gehört, oh Gott, jetzt haben wir bestimmt Verleumdung angezeigt, dass KFC seine Hühner vergast hat, also die kleinen Küken und so, und deswegen sind wir davon sowieso nicht begeistert. Subway, Eat Fresh. Links- oder Rechtshänder? Cola oder Fanta? Oder Liebesfilme? Kommt immer auf Tagesform an irgendwie, aber ich glaube, wenn ich bei jemandem umbringe, dann gucke ich Horrorfilme, wenn ich aggressiv bin. Aber ich bevorzuge Horrorfilme eigentlich. Ich gucke auch, wenn mir langweilig ist, mache ich immer einen Horrorfilm an. Ich bevorzuge Liebesfilme. Kannst alleine deinen Scheiß gucken! Nintendo oder PlayStation? Nein! Ja! Canon oder Nikon? Canon. Canon, wir benutzen Canon. Kino oder DVDs? Hey! Weihnachten oder Geburtstag? Ich finde beides schön, weil wir beides so schön zelebrieren. Ich würde Weihnachten bevorzugen trotzdem. Ich auch. Ich würde Weihnachten bevorzugen, weil man da ja irgendwie alle, also man feiert ja für alle so, weißt du? Und Geburtstag war nur so für einen. Das habe ich mir nicht auch gedacht, weil du beschenkst ja andere auch. Also ja, ja, genau. Auch wenn du dich selber Geburtstag hast, dann kriegst du ja nur Geschenke. Aber also ich finde es schöner zu verschenken. Zocken oder skaten? Zweite Runde! Mann! Ich kann einfach nicht skaten. Baden oder duschen? Auf jeden Fall duschen. Also ich finde Baden zwar schön, vor allem wenn man krank ist oder so, aber irgendwie finde ich, geht Duschen einfach schneller. Ja, das kann man mal eben so. Wenn einem langweilig ist, denkt man, oh, was mache ich jetzt die letzten 15 Minuten? Duschen. Nicht geduschen. Disney oder Looney Tunes? I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Wir's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Apple oder Microsoft? Wir sind Microsoft-Fans. Ich glaube, also ich habe mich mit dem Apple-System irgendwie noch gar nicht beschäftigt. Aber wenn ich auch etwas
kann. Also wenn ich mit etwas umgehen kann, dann sehe ich auch nicht ein, das zu ändern. Ja. Ja. Und ich bin mit Microsoft so zufrieden, deswegen Microsoft. Nacht oder Tag? Batman oder Spider-Man? Obwohl, ich finde Spider-Man auch geil. Ich glaube, ich würde Batman bevorzugen. Wenn nämlich Spider-Man, dann gibt es keinen Streit. Okay. Batman ist geil. Oh, Scheiße. Meiner ist schlau. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Gestylte Haare oder Mütze? Ich nehme gestylte Haare. Ich auch. Ja. Mütze ist halt schön im Winter, finde ich. Aber wenn du die dann einmal absetzt. Manga oder Comics? YouTube oder Fernsehen? Also im Fernsehen läuft so viel Schrott. Deswegen DVDs. Mhm. Und deswegen YouTube. Mhm. Wir gucken ja alle eure Kanäle. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und gebt den Daumen gerne ein Video nach oben da. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und lasst gerne ein kostenloses Abo da, damit ihr keine Videos mehr mit uns verpasst. Wir haben nämlich jetzt noch eine ganz kleine Ankündigung. Und zwar könnt ihr ab nächster Woche zweimal in der Woche unsere Videos schauen. Und zwar nicht nur Freitag, sondern auch Dienstag. Dienstag einschalten, Freitag einschalten. Wir nominieren jetzt auch eben schnell die anderen Kanäle, die diesen tollen Tag auch machen müssen. Und zwar nominieren wir als erstes Chris und Toni. Und da wir von The Green Spirit schon für den Dümpster Award nominiert wurden, der kommt übrigens auch nächste Woche, werden wir dich jetzt hiermit nominieren für diesen tollen Award. Tag. Schieß es an dich. Als drittes nominieren wir Vika Secret. Und zu guter Letzt nominieren wir noch die liebe Testy Tasty. Auch ganz viele Kisses an dich. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Schaltet Dienstag ein, nicht vergessen. Und dann sagen wir jetzt ciao.